Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Outriders. Ja, wir sind immer noch im Prolog. Ich muss hier verschwinden. Genau, haben uns jetzt ja für den Pyromanten entschieden. Ich muss durch dieses Drecksloch durch. Was auch immer passiert, ich gehöre nicht auf diese Seite. Und dürfen wahrscheinlich jetzt unsere neuen Fähigkeiten ausprobieren. So. Oh, Scheiße. Ich bin echt gespannt, was uns erwartet. Ich habe, wie gesagt, Pyromant noch nicht gespielt. Huch. Der ist ja. Wow. Hab ich das gemacht? Okay. Was? Ist der Fluss mit mir los? Aber irgendwie mag ich die noch nicht so gerne. Okay, machen wir die ab. Da fand ich die andere besser, wenn ich ehrlich bin bisher. Die andere Fähigkeiten. Man muss die Fähigkeiten ein bisschen öfter einsetzen, dass sie ein bisschen üben. Das ist jetzt nicht so ein geiles Feeling, was ich habe. Ich meine, es ist auch schwierig. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so im Feuer eigentlich langweilig. Lade das mal in Ruhe nach. Wir haben Zeit. Gucken wir mal, ob ich jetzt ein paar mehr erwische. Damit wir unsere Energie wieder auffüllen. Ja, die ersten Klamotten, die wir finden, ziehen wir auch automatisch an. Da brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Das ist vielleicht vorweg gesagt. Die Klamotten, die wir später finden, die müssen wir halt manuell austauschen. Gar nicht mal so schlecht. Kann man machen. Ach, ja. So, unsere Spaltwaffe. Wenn er so einen Typ mit Feuer um sich wirft, dann will ich da auch wegrennen. Ins Genick. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Genau. Und was ich bei dem Spiel überhaupt nicht leiden kann, ist der blöde Effekt beim Rennen. Das ist so von anderen, ich werde mich da wahrscheinlich ein bisschen öfter drüber beschweren. Na komm, zeig dich. Setz ihn ein. Au. Boom. Schon. Ich glaube, ich ihn nicht getroffen hätte. Dieses Flackern, dieser Sturm, das habe ich schon mal gesehen. Im Wald. Als
wir gelandet sind. Ja, ich bin ganz ehrlich, das mit dem Feuer jetzt nicht so toll. Aber wir warten mal kurz die anderen beiden Fähigkeiten ab. Vielleicht wird es ja noch besser. Kann man vorher nicht wissen. Und dafür ist es ja alles okay, um auszuprobieren. Weil es ja nur, wenn ich schon alles kenne, gibt es ja nichts mehr zu entdecken. Also händel ich das Feuer Typen irgendwie. Oh. Das kann nicht real sein. Noch mit Feuer? Der spielt nicht mehr mit Feuer? Okay. Wir haben die zweite Fähigkeit. Verzehrendes Feuer. Okay. Sieht jetzt auch nicht so spannend aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, mal kurz einen Feuerstoß ab. Ja. Schön abgeschlossen. Du bist anders. Ich witter den Sturm in deinem Blut. Du stinkst nach Elend. Wesen wie du sind Abscheulichkeiten. Wer zur Hölle bist du? Outrider. Unmöglich. Welch ungenutzte Kraft. Welch Verwirrung. Du willst antworten. Egal, was du früher warst, jetzt bist du etwas Neues. Ein zweites Leben. Okay. Verstände es nicht. Danke. Wer war das? Lord Seth. Er ist verändert. Okay. Ich bin ein kleiner Mann. Kleiner Mann. Verändert? Was soll das heißen? Du weißt nicht, was du bist. Ja, dann bist du. Ja, Gollum. Wo hast du die Uniform geklaut? Hab ich nicht, ist meine. Ja? Wenn du echt ein Outrider bist, kämpfst du auf der falschen Seite. Hä? Was redest du da, Mann? Ja. Der Grand Marshal erklärt's dir. Komm. Kommt, Babitze, kommt. Vicky. Heilt euch ab. Eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin von den Feuerfähigkeiten jetzt nicht so angetan. Weiß ich nicht, das nimmt gerade so ein bisschen den Spielspaß.
ist sie? Da! Da! Was ist das? Los, los! Eilt euch, Haubitzer, eilt euch! Dann tut, was ihr tun müsst, Lieutenant. She-Ra? Oh. Du lebst noch. Du klingst ja fast enttäuscht. Du warst bei denen. Hast du Informationen? Du willst mich doch verarschen, oder? Ich muss einen Krieg gewinnen. Du hilfst mir oder gehst zurück in den Kälteschlaf. Warte. Ich bin gerade in Matsch und scheiße aufgewacht. Ich habe wer weiß wie lange geschlafen. 31 Jahre. Seit 31 Jahren sehe ich die Leute kämpfen und sterben, während du gemütlich geschlafen hast. Als ob ich was dafür könnte. Entschuldige also, dass ich keine Willkommensparty schmeiße. Was ist mit dir passiert? Die Anomalie. Das ist passiert. Du meinst den Sturm? Wir haben gesagt, sie sollen nicht landen. Alles, was fortschrittlicher als ein Dieselmotor war, wurde zu Schrott. Alle Daten gelöscht. Oh je. Die Landwirtschaft, keine Medikamente. Es ist wieder so, wie es auf der Erde war. Wir töten uns gegenseitig für das Wenige, was übrig ist. Warum seid ihr nicht woanders hin? Die Outriders hätten... Die Outriders sind tot. Was? Die Anomalie hält uns in diesem Scheißtal fest. Wir können nirgendwo hin. Verstehst du nicht, oder? Denkst nicht du wirklich. Das ist real. Glaub mir, verdammt real. Ob es dir gefällt oder nicht, du steckst hier fest in Matsch und Scheiße. Wie der Rest von uns. Du hättest nie aufwachen sollen. Ach, alles hier verpassen müssen. Grand Marshal, wir kamen zu spät. Die Blumenkunde brachten ihn in den Untergrund. Tja, holt ihn zurück. Es ist unsere Seite, aber nicht unser Revier. Ich will wegen Jakob niemanden verlieren. Oh, der lebt noch. Er ist noch am Leben. Tja, nicht mehr lange, fürchte ich. Dann werde ich ihn suchen. Ma'am? Ma'am? Vergiss es. Wird schon erledigt. Gut, sie hat 31 Jahre Krieg mitgemacht. Dass sie da ein bisschen verbittert ist, kann ich gut verstehen. Genau, Weltstufe. Wir werden auch auf dieser Weltstufe erstmal weiterspielen. Weltstufe 2 finde ich am besten momentan für unser Skillset. Klar, wir könnten auch auf Weltstufe 3 spielen. Also Weltstufe 2 ist einfach. Weltstufe 3 ist normale Schwierigkeit. Und ja, normal klingt halt in Ordnung. Aber es ist doch schon relativ schwer bei manchen Quests. Habe ich festgestellt, vor allem Bosskämpfe waren ziemlich schwer. Gut, ich konnte jetzt halt nur mit meiner Zeit nur mit ihnen. Das ist halt auf Nahkampf. Ein bisschen was anderes. Aber ich fand es halt sehr viel angenehmer, auf 2 zu bleiben, bis man halt Fähigkeitenlevel erreicht hat. Damit man wenigstens ein bisschen Chance hat. Weil so hast du auch eine Chance, ja, aber du musst dann halt richtig strugglen, also richtig hart haben zu kämpfen. Und da wir ein Veränderter sind, findet man vielleicht schon ein bisschen. Hey, She-Ra. Ich bin soweit und gehe Jakob suchen. Wer sind denn jetzt diese Arschlöcher? Das sind Schläge, Drogenkuriere und Sklavenhändler. Nennen sich selbst Bluthunde. Niemand wird sie vermissen, wenn du ein paar Dutzend von denen abservierst. Warum hast du denn noch nichts gegen sie unternommen? Heißt, ich darf das Spiel gleich wieder neu starten. Geil. Ganz ehrlich? Weil der Schwarzmarkt unsere Soldaten bei Laune hält. Geht nicht. Brauchen wir gerade nicht. Aber sie fressen wenigstens nicht ihre eigenen Kinder, wie die Rebellen, gegen die wir kämpfen. Ja, ich habe ein paar getroffen. Das ist anders. So, was ich erzählen wollte, wir bleiben halt da, das macht eine Schwierigkeitsstufe. Wir sind verändert und wir wollen halt gottgleich irgendwie. Wir sind halt was Besonderes. Wir sind halt extrem stark, übermächtig. Ich finde, das sollten wir auch erstmal so beibehalten. Um es einfach ein bisschen lore-freundlicher zu machen. Außerdem wollen wir auch die Story genießen und nicht ständig sterben. Von daher
finde ich das schon in Ordnung, wenn wir dann erstmal auf einfach weiterspielen. Ist halt, wie gesagt, einen gewissen Status erreicht haben, dass wir dann auch auf normale Stufe wechseln können. Einen großen Unterschied macht das nicht. Die Beute, die Chance auf bessere Beute steigt zwar, wenn wir die Weltstufe verbessern. Aber ganz ehrlich, so viel ist es jetzt auch nicht von 2 auf 3. Und die 15 zum Beispiel, das ist dann für hartgesottene Neues Spiel Plus oder sonstiges. Ich suche Jakob Dabrowski. Verschwinde. Hör zu, Arschloch. Ich ziehe mit der Knarre hier direkt. Was zur Hölle geht da draußen vor? Wer hat angegriffen? Ach, habt ihr früh gemerkt. Geht aber doch schon relativ weit. Jetzt will ich mal die 2 ausprobieren. Wir haben Chicken. Okay, wenn die 2 direkt einen kaputt machen. Noch gar nicht mal. Die 1 geht auch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Auch nicht so. Kommt mal die 3. Fähigkeit dran. Hey. Erstmal noch, ne? Ach, komm schon. Kann ich so schwer sein, den Kopf zu treffen. Da ist der Kopf. Weg. Okay. Das müsste auch nicht funktionieren. Okay. Aber das haben wir dann auch gleich geschafft. Das ist ja nur die erste Instanz, geht ja relativ schnell. Ist im Prinzip nur dieser Raum. Später gehen die ein bisschen länger. Das Prinzip ist halt eigentlich immer dasselbe. Schnell vom Gegner ausschalten. Au. Wie weit kommt das eigentlich? Keine gültige Reichweite.
Geht eigentlich. Nur von der. Hätte schlimmer. Wo steckt Jakob? Vielleicht hinter dieser komischen Tür. So, jetzt sind auch die anderen Türen aufgegangen. Gerade so gesehen. Hier die Luft. Aber. Eh nicht aussammeln. Hallo Kiste. Ressourcen einsammeln. Sport ist halt die Währung. Damit bezahlen wir die Händler. Helme habe ich übrigens deaktiviert, also die sehen wir halt nicht. Das stört nicht. Falls jemand gerne die Helme gucken möchte, ich. So, Schrot. Hier selten. Will deinen Gegner außen ziehen, wobei du ihm Schaden zufügst, 67 Leben entziehen. Ascheffekt. Folge, weil die Hand. Warum ne? Am Meer. Wieder halt auch noch. Das an sich aufrüsten. Das ist die aktuelle Karte, wo wir uns finden. War das alles später. Jetzt müssen wir erstmal Jakob retten. Schöne Augen! Hey! Wow! Oh, das tut mir leid. Ich hab gedacht, das wäre das Damenklo. Ja. Na, wie geht's dir? Ich hatte alles unter Kontrolle. Mhm. Ist lange her. Kennen wir uns? Verdammt! Ich dachte, du wärst tot. Du bist tot, wenn du dich nicht bald bei She-Ra blicken lässt. Oh, She-Ra. Na gut. Wir treffen uns da, wenn du Zeit hast. She-Ra, ich habe Jakob rausgeholt. Er ist auf dem Weg zu dir. Der alte Penner will einfach nicht sterben. Du solltest auch herkommen, es gibt viel zu erzählen. Jo. Machen wir jetzt die Schnellreise. Einmal ins Lager. Blub. Ich meine, wir hätten jetzt auch einfach die Tür zurückgehen können, dann da durch die Gänge und blub. Aber so ist ein bisschen schneller, einfacher. Und sobald wir angekommen sind, haben wir aber auch schon Feierabend für heute. Starten die nächste Folge. Also jetzt. Dann kann ich das Spiel einmal neu starten. Und ich bin am überlegen, ob ich nicht doch Kratos nochmal neu mache. Mit dem Assassin-Set und ein bisschen spiele. Ich glaube, ich mache das. Weil, ich bin ganz ehrlich, das Feuerset ist jetzt nicht so wirklich, meh. Ich meine, es kann cool sein, aber es ist nicht meins. Das merke ich jetzt schon, es ist überhaupt nicht meins. Und es bringt ja nichts, wenn ich irgendwas spiele, worauf ich keine Lust habe. Und das Assassin-Set fand ich bisher ziemlich nice. Und da habt ihr halt den Vorteil, ihr seht das dann auch. Bin ich auch ein bisschen zu eingenommen, ich weiß es nicht. Kann gut sein. Aber wie gesagt, es ist mein Spiel Durchlauf und ich würde ganz gerne schon den Assassin
Also würde ich sagen, in der nächsten Folge nehmen wir Kratos zwar wieder, aber mit anderen Fähigkeiten und vielleicht ein anderes Outfit. Keine Ahnung. Aber wir werden sehen, was wir noch. Danke mich dann ganz herzlich und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.